erledigt. Reparatur erforderlich. Luftschub-Jetpack. Online. Multiwerkzeug und Minenlaser. Einsatzbereit. Benutzerinitialisierung. Abgeschlossen. Ein herzliches Hallo und damit willkommen zu einem neuen Projekt, und zwar No Man's Sky. Liebe Freunde, das Spiel ist natürlich auch... Mein Gott, es ist ein bisschen hektisch gerade. Ich werde sofort erklären, worum es hier eigentlich geht. Ich muss mich mal eben hier... und das kann ich gar nicht. Ach du meine Güte, da ist eine Höhle. Warum, wieso, weshalb? Komme ich gleich zu. Oha. Wir müssen uns jetzt erstmal in Sicherheit bringen. Und das schaffen wir am besten, wenn wir hier in so eine Höhle rutschen. Und dann habe ich auch endlich Zeit, hier ein wenig auszuholen. So, liebe Freunde, jetzt stelle ich mich unten mal hin. Alles gut. Ja, No Man's Sky, liebe Leute. Das Spiel gibt es schon länger. Ganz klar, das wisst ihr wahrscheinlich. Und es gibt jetzt einen Multiplayer. Schon etwas länger, ja, aber es gibt jetzt halt auch einen Koop-Multiplayer. Und ja, wie ihr das vielleicht im Titel schon gesehen habt, wird es quasi ein Solo- und Koop-LP ja, parallel. Und ihr seht, da ist ein, ja, ein Kumpel, ein Buddy von mir, und zwar der Avalon, ja, 89, der quasi schon ein, ja, Multiplayer-Spielstand erstellt hat. Und zu dem bin ich gerade gejoint. Und wir werden das ganze Ding ein bisschen zusammen machen. Mal ist er da, mal ist er nicht da. Das kommt halt immer drauf an, wie er und ich Zeit haben. So, grundlegend, worum geht es eigentlich? Ja, es gibt halt einen Multiplayer, den man zu viert spielen kann. Und wir haben das vorher ein bisschen getestet, ausgetestet und so weiter und so fort. So, Natrium. Bauen wir jetzt mal hier ab, die gefährliche Pflanze. Gibt ein bisschen Natrium. Wieso, warum, weshalb, erkläre ich alles im Verlaufe dieses Spiels. So. Und die werden mich hier jetzt ein wenig behindern, wenn ich hier weiter rumhantiere. So, sollte der Sound noch nicht einwandfrei passen, also das Spiel ist noch ein bisschen zu laut oder ich ein bisschen zu leise. Ich werde das natürlich im Laufe der Folgen immer wieder mal anpassen. Und ja. Jetzt gilt es erstmal natürlich, das Tutorial zu spielen. Wir sind hier quasi auf Planeten gelandet, gestrandet in dem System, in dem Multiplayer-System von dem guten Avalon, den ihr da hinten seht. Und ja, jetzt gilt es erstmal sozusagen zu überleben. Wir haben ein paar defekte Komponenten. Ich habe das mal geöffnet. Ja, man hat hier die Möglichkeit, seinen Anzug zu sehen, seine Lagerkapazität in dem Anzug. Hauptlager, Technologien, die man einbauen kann, und eine kleine Fracht, ja, eine kleine Frachtsache. Die anderen Sachen hier sind quasi gesperrt. Und ja, dann hat man hier ein Raumschiff, logischerweise. Hier wird es schon angezeigt, ich habe es noch nicht gefunden. Und ja, dann gibt es natürlich auch noch Werkzeuge, in die man reingehen kann. Und da haben wir hier den Minenlaser und den Scanner. Und hier steht es schon, diese Technologie ist kritisch beschädigt. Ja, das müssen wir quasi reparieren, und benutze den Scanner, um Ressourcen aufzuspüren. Wähle die Reparaturmission des Scanners im Protokoll aus. So, das werden wir natürlich jetzt tun an dieser Stelle. Ich drücke hier Escape, wir haben hier Protokoll. So, erwachen. Ich finde mich in einer seltsamen Welt, wieder ohne Ausrüstung und in Gefahr. Ich weiß weder, wie ich hergekommen bin, noch was davor war. Ja, wenigstens scheint der Anzug in Ordnung zu sein. Gut, teste reparierte Multiwerkzeug. Das werden wir jetzt machen, suche mit dem Scanner nach Ressourcen. Alles klar, wir werden das ausprobieren und, Moment. Scanner aus, ich habe das doch gerade, entschuldigt bitte. So, Multiwerkzeug, da habe ich es angewählt, Scannerschaden reparieren. So, jetzt müsste es aktiv sein. Jawohl, sehr schön. Also, das poppt dann entsprechend auf und es wird einem hier auch ganz klar gesagt, was man zu tun hat. Und ich würde sagen, wir werden das jetzt natürlich tun. Und uns reparieren und quasi unsere Tutorial-Mission jetzt eigentlich abschließen. Generell bedeutet, ja, No Man's Sky für mich, ja, mal reinzuschauen, wieder reinzuschauen.
um einfach zu sehen, wie hat sich das Spiel entwickelt. Es war ja ursprünglich bei Release quasi, ja, ich sage mal, nicht Multiplayer-fähig. Dann haben sie nach und nach den Multiplayer hinzugefügt. Und jetzt scheint es soweit stabil zu sein, dass man das halt auch mit mehreren spielen kann. So, was ist das? Kürbisknolle, die will ich nicht mitnehmen. Wir suchen jetzt Fritzstaub, liebe Freunde. Und dazu müssen wir wieder raus in die Gefahrenzone. Zack. So, irgendwo gibt es hier Fritzstaub. Wir haben den Scanner, haben wir noch gar nicht. Kohlenstoff, da ist Fritzstaub. Und ja, mit diesem Multi-Werkzeug könnt ihr hier entsprechend Fritzstaub abbauen. Natürlich sinkt oben, ihr seht es, am Mining Laser entsprechend die Energie, die im Mining Laser steckt. Und ja, auch hier gibt es Fritzstaub. Es scheint eine gängige Ressource zu sein. Und Kohlenstoff gibt es hier auch. Der wiederum ist wichtig. Ich glaube, ich muss ein bisschen, ganz klein wenig den Sound mal runterstellen. Videooption? Hä? Wo ist denn... Gibt es eine allgemeine Option? So, Soundeffekt. Ich drehe das Ganze hier mal ein bisschen runter, so auf 55. Wir sehen dann und hören, ob es dann besser wird. Ja, ein bisschen besser ist es schon an der Stelle. Ich werde das natürlich korrigieren. So, und ihr habt die Möglichkeit natürlich sogar was zum Henker. Das gibt es noch nicht. So, ihr seht jetzt quasi, also. Links, unterhalb des Charakters, da habt ihr ein Flammensymbol und ein Lebenserhaltungssymbol. Folgendes sagt das aus. Das Flammensymbol ist die Gefahr, die aktuell herrscht. Sollte es nicht da sein, dann haben wir keine Gefahr. Dann ist es überhaupt nicht schlimm. Und... Okay. Genau, wir müssen Kohlenstoff abbauen, damit wir... Und das zeige ich jetzt mal ganz kurz. Hier haben wir den Exo-Anzug und wir haben hier das Multi-Werkzeug. Und hier dieser Mining-Laser, der wird aufgeladen. Und zwar mit Kohlenstoff und das haben wir hier gerade. Zack, und dann legt man das hier drüber. Und dann hat man diesen Mining-Laser etwas aufgeladen. Und wir brauchen noch ein bisschen Ferritstaub. Das ist reines Ferrit, fortgeschrittener Mining-Laser. Das haben wir natürlich noch nicht. Ist aber auch kein Problem. Wir bedienen uns erstmal... hier mit dieser kleinen, geringen Menge. So, jetzt sagt uns das Tutorial, wir können unseren Scanner schon mal reparieren. Das werden wir natürlich machen. Und hier steht beschädigt, wir brauchen Ritzstoff. Und damit haben wir die Technologie repariert. So, lade den Gefahrschutz auf. Und das machen wir mit Natrium. Und lade ihn im Schnellmenü X oder im Inventar. Ich zeige mal Inventar, ist ganz klar. Gefahrenschutz geht man hier auch wieder drauf und wählt aus, was man denn benutzen möchte. Es gibt also verschiedenste Varianten. Das normale Natrium, Natriumnitrat ist aufgewertetes Natrium. Kommen wir später zu. Und natürlich den Ionenakku, den man als Gegenstand quasi bauen kann. So, rein theoretisch würde ich jetzt hier draufklicken, darüber ziehen. Aber ich würde es gerne einmal ausprobieren mit euch. Auf X. Und X ist das Schnellwahlmenü. Und hier haben wir Gefahrenschutz mit F auszuwählen. Und dann einmal, ich glaube, genau, Natrium aufladen. Und jetzt haben wir den Gefahrenschutz aufgehoben. Aufgehoben, sag ich schon, aufgeladen. Ihr seht es oben, das Flammensymbol ist wieder voll da. Genau, man unterscheidet quasi zwischen Gefahrenschutz, also der Exo-Anzug, hier steht es nochmal, das könnt ihr euch natürlich durchlesen, logischerweise, schützt gegen die Umwelteinflüsse und die Lebenserhaltung wiederum ist einfach das Lebenserhaltungssystem. Ja, die Filtration, Pumpen, Sauerstoff und so weiter und so fort. Eigentlich ziemlich simpel gehalten. So, als nächstes steht, erreiche das markierte Signal und das suchen wir jetzt hier auf dem, da hinten ist es, und dann werden wir einfach mal dorthin marschieren. In der Zwischenzeit werden wir natürlich weiter Kohlenstoff sammeln. Und natürlich auch Natrium, wenn wir es finden. So, da hinten sind größere Pflanzen. Vielleicht schauen wir da einfach mal hin. Oh, was ist das hier? Die Wasserstoffkristalle. Wir nehmen es einfach mal mit. So, ein bisschen haben wir mitgenommen. Und oh, hier sind die kleinen Nahrung anbieten. Nee, habe ich leider keine
Man kann den Tieren Nahrung anbieten. Leute, das ist cool. Das wusste ich auch nicht. Genau, wir nehmen ein bisschen Ferritstaub mit. Das, denke ich, sollte jetzt kein Problem sein. So, und irgendwo gibt es bestimmt auch... Das ist reines, alles klar. Hier haben wir auch noch ein bisschen Ferritstaub. Nehmen wir halt auch noch mit. Und jetzt gilt es quasi, zu diesem Signal zu kommen. Aber warum ich hier noch ein bisschen verharre, hat einen einfachen Grund. Dass wir... Kann ich nicht, okay. Hier noch ein bisschen Kohlenstoff mitnehmen müssen. Sonst können wir nämlich unseren... Oh. Sehr gut. Mining Laser nämlich nicht mehr auffüllen. So. Nichtsdestotrotz. Oh, was ist das hier? Da ist ein Gegenstand. Da laufen wir jetzt mal hin. Einfach mal so. Sprinten aufgebraucht. Okay. Das ist natürlich jetzt ein bisschen kritisch. Ich muss mich halt ein bisschen beeilen. Und das ist Kupfer. Okay. Hier kann man also Kupfer abbauen. Dafür brauchen wir allerdings diesen Terrain-Manipulator. Manipulator. Leute, was ist los? So, beschädigte Maschinerie. Da ist also Schleim drauf, wenn ich das richtig sehe. Und ja, wir vernichten natürlich den Schleim. Um, was bekommen wir denn jetzt? Oh, wir haben Naniten erhalten. Das ist anscheinend, ja, aktuell weiß ich es gar nicht mehr. Und jetzt die Signalquelle. Und siehe da, Leute, da steht unser Schiff. Ist das nicht toll? Oh, scheiße. Scheiße sagt man nicht. Scheibe. Da hat es uns ein bisschen wehgetan. So, dann gehen wir hier mal ran und schauen. Notrufsignal. So, Szenario. Intentionen. Nummer gelöscht. Versagen. Bei Grenzschichtablösung wahrscheinlich. Okay. Schiff 16 geleert. Hm, was auch immer das heißt. Rundwächterintervention, bewusste Übertragung. Okay. Analyse, Neuinteraktion generiert. Anomalie-Eindämmung vorbereiten. Ja, da würde ich sagen, übertragt das ganze Ding doch mal. Übertragung empfangen. Also Anomalie entdeckt. Okay. Ach, Moment. Das bin ja ich. Also die Alumini selber sagt, das Gerät bin ich anscheinend. Ich bin ja fügsam. Position, Verzeichnis, System... initialisiert. Okay. Untersuche das abgestürzte Schiff. Das muss dann wohl dieses hier sein. Sieht zwar nicht abgestürzt aus, aber wir können hier also mit E reingehen. Das werden wir mal machen. Impulsantrieb. Kritisch beschädigt. Sorgt für die nötigen Flugantriebe im Weltraum und so weiter. Das System ist schwer beschädigt. Für die Reparatur benötigst du Metallplatten und ein hermetisches Siegel. Alles klar, okay. Metallplatten müssen wir herstellen anscheinend und ein hermetisches Siegel. Und steige aus, sagt. Dann wollen wir mal aussteigen. Oh, und das scheint der Speicherpunkt zu sein. So, Impulsantrieb reparieren. Okay, machen wir. So, dazu brauchen wir Ferritstaub. Das haben wir mittlerweile. Und wir sollen ins Inventar gehen mit Tab. Aha, okay, dann hier drauf natürlich. Und anscheinend hier jetzt mal eine Metallplatte herstellen. Sehr schön. Dann hier auf den Impulsantrieb. Und hier sehen wir, was quasi beschädigt ist, was benötigt wird. Und da werden wir hier die Metallplatte einsetzen. Dann geht es anscheinend zurück. Und? So, Schiffsreparatur teilweise abgeschlossen. Okay, betritt das Schiff und ziehe die Diagnose durch. Das wollen wir tun. Oh, entschuldigt bitte. So. Das, ja, die Nummer lese ich jetzt natürlich nicht vor. Funktionstüchtig, okay. Raumschiff schwer beschädigt. Unverzichtbare Bestandteile fehlen. Okay, die erforderlichen Komponenten konnten nicht synthetisiert werden. Der Impulsantrieb benötigt ein hermetisches Siegel. Unterstützung anfordern. Okay. Gibt es also in der Nähe Planetenkarte aus Notrufsignallagerberg? Oh, dann werden wir das mal machen. Mit dem Schiff können wir jetzt leider noch nicht fliegen. Von daher müssen wir jetzt wohl oder übel... aha, durchsuche das Notrufsignal. Da müssen wir das erstmal lokalisieren.
Oh, ist ja einfach. Das ist ja gleich hier um die Ecke. So. Okay, ich spiele in das Gehäuse des Signals. Neben seiner Notrufübertragungseinheit das Planetenkarte. Ja, dann wollen wir doch mal diese Planetenkarte aufrufen. Und dazu gehen wir ins Tab-Menü und wählen diese Planetenkarte an. Und hier steht E-Route planen. Okay, dann werden wir das mal machen. Okay, sehr nice. Da oben rechts scheint es zu sein. Da müssen wir jetzt wahrscheinlich hinlaufen. Kann auch wieder ein Weg sein, ne? Auf jeden Fall. Na, da machen wir uns am besten mal auf den Weg. Recht lang, ne? Kann ich das irgendwie markieren? So, erstmal Natrium, das müssen wir mitnehmen. Für den Schutz unseres Anzuges. Scheint eine größere Quelle zu sein. Wir nehmen alles mit, was wir kriegen können, Leute. Oh, das ging nicht. Ging auch nicht. Sehr schön. Wunderbar. Das sieht gut aus. Nein! Oha! Bevorstehender Sturm. Das ist nicht so schön. So, anscheinend sind das noch 600 Meter. Kann ich das irgendwie markieren oder so? Vielleicht mit F? Nee, F ist ja das Analysegerät. Okay. Ist das mit Linksklick? Nee, auch nicht. Mit Rechtsklick auch nicht. Geht so nicht. Okay, das ist da oben drauf. Wir müssen also komplett da oben hochlaufen, Leute. Suche in Höhlen oder Gebäudeschutz. Lade deinen Gefahrenschutz auf. Alles klar. So, jetzt ist der Sturm. Ihr seht, das ist natürlich aua, kritisch. Die Frage ist, was ist von Avalon auf einem anderen Planeten? Achso, der hat ja, auf einem ganz anderen Planeten gebaut. Alles klar. Wir müssen gucken, dass wir in diese Höhle reinkommen, Leute. Das ist gar keine Höhle. Um Gottes Willen. Hoffentlich haben wir genügend Natrium. Vielleicht können wir so Gefahrenschutz auswählen. Natrium aufgeladen. Und das Gleiche machen wir jetzt nochmal für die Lebenserhaltung. Und dafür haben wir keinen Sauerstoff. Aber wir haben hier noch ein bisschen Power, ein bisschen Stoff. Das sollte erstmal reichen. Wichtig ist da das Natrium an der Stelle. Und es ist schon heiß. 105 Grad ist schon knusprig. Oh, ein kleiner Außenposten oder eine kleine Basis, schätze ich. Da werden wir jetzt erstmal Zuflucht suchen. So, was... hier müssen wir anscheinend ran. Holo-Archiv, da wollen wir da mal ran. So, Archivzug erfolgt. 6 von 7 Protokollen beschädigt. Okay. Eintrag folgt. Okay. Niemand. Okay, das ist anscheinend, ja, die Aufzeichnung ein bisschen beschädigt. Für den Fall hinterlassen dem Hersteller können Nutzen sein. Und Visier beschädigt. Alles klar. Kann das Schiff nicht finden. Ja, Vorräte bergen, ne? Okay, und spuckt Vorräte aus. Und ah, da bekommen wir das hermetische Siegel her, das ich zur Reparatur natürlich benötige. Wer immer mich hierher geführt hat, wer immer diese Nachricht hinterlassen hat, vielleicht befand er sich in der gleichen Situation wie ich jetzt. Ja, perfekt. Leute, perfekt. Und wow. Und ja, wir haben hier sogar noch eine beschädigte Maschine. Wollen wir mal schauen. Das werden wir entfernen natürlich. Das gab das. Nochmal Naniten. Sehr schön. Alles klar. Perfekt. So, irgendwo hier muss doch jetzt unser Schiff noch angezeigt werden.
Aha. So, Analysevisier. Das müssen wir machen. Und damit können wir Pflanzen, Tiere, Mineralien analysieren. Die Analyseergebnisse sind nicht nur aus kommerzieller Sicht wertvoll, sondern weisen auch zusätzliche Ressourcen hin. Okay. Na, dann machen wir das jetzt erstmal. Beginne mit Installation des Analysevisiers. Okay, fortfahren. Ab ins Tab. Hier sollen wir draufklicken. Ne, wir sollen hier mit E drauf. Und Analysevisier. Blitzwerfer, Analysevisier. Dafür brauchen wir Kohlenstoff-Nanoröhren. Und wir haben ja ein bisschen gelernt, wir werden hier einfach Produkt herstellen. Kunststoff-Nanoröhre. Kohlenstoff-Nanoröhre. So. Und dann gehen wir hier hin. Und können jetzt hoffentlich, ja, wir können das Analysevisier herstellen. Und dafür bauen wir hier in unseren, ja, ist das das Multi-Werkzeug sozusagen, das Analysevisier rein. Sehr schön. Zeitgleich können wir hier auch Kohlenstoff auffüllen. Zack, dann haben wir das nämlich auch schon gemacht. Und, ja, genau. Wir haben keinen Sauerstoff. Wir müssen Sauerstoff finden, Leute. So, haben wir das abgeschlossen. Analysiere Objekte zur Belohnung. Dann werden wir das machen. Und wir können, glaube ich, jetzt mit F, ja, hier rein in diesen Scanner. Und dann drücken wir mit der linken Maustaste und scannen. Und zack, neue Entdeckung. Okay. Sehr schön. Lokalisiere dein Raumschiff. Da hinten ist es. Dein Raumschiff, kehre dahin zurück. Kann ich das jetzt auch noch? Nein, das kann ich nicht analysieren. Aber jetzt kann ich hier quasi Phosphoransammlung, Kupferansammlung, Dachtabwurf. Da könnten wir theoretisch nochmal eben vorbeigucken, oder? Lasst uns da nochmal schnell vorbeigucken. Lebenserhaltung bei 50%. Aha, so eine Sache habe ich vergessen zu erzählen. Man, mit C kann man hier quasi so ein Scan-Ding auslösen. Und dann werden Ressourcen in der Nähe angezeigt. Und da hinten ist zum Beispiel eine Sauerstoffpflanze. Die sollten wir uns tunlichst noch mitnehmen. Bevor unser Lebenserhaltungssystem den Geist aufgibt. Au! Verdammt! Habe ich nicht gesehen. Also die Flora und Fauna hier ist ja echt gemein. So, X auswählen. Lebenserhaltung. Sauerstoff. Wenigstens etwas Sauerstoff an der Stelle. Und war hier nicht irgendwo der Frachtabwurf? Gefährlich? Ja, okay. Haben wir hier nicht im Sunderbeutel? Ne, das wollte ich nicht machen. Das können wir auch noch analysieren. Zack, sehr schön. Wo war denn der Frachtabwurf? Da. Da ist der Frachtabwurf. Wir gucken uns den an. Den gucken wir uns jetzt nochmal an. Kann ich hier nochmal scannen? Ne, haben wir schon gescannt. Alles klar. Den Burschen haben wir noch nicht gesehen. Machen wir mal. Ich weiß zwar noch nicht ganz genau, was das so alles... Ach, doch, da steht es. 1600 Credits gibt das. Ich glaube, wenn wir das irgendwo abgeben, müssen wir noch herausfinden, wo. So, dann schauen wir doch mal. Beschädigter Computer. Machen wir. Ist verrostet. Also killen wir das Ding. Und was kriegen wir raus? Verdichteter Kohlenstoff. Das ist scheinbar Upgrade sozusagen. So, 2, 3, 4, die Wasserstoff. Ich glaube, da hinten sind noch Sauerstoffpflanzen. Kann das sein? Nein, das sind Natriumpflanzen. Kein Problem. Ich glaube, wir haben noch Natrium. Aber sicher ist sicher, wir können es halt mitnehmen. Und wir können auch noch ein bisschen Ferritstaub mitnehmen. Sehr gut. So. Dann hoffentlich kommen wir definitiv, denke ich, diese Folge noch bei unserem Schiffchen an. Wir müssen nochmal aufladen hier an der Stelle. Gefahrenschutz. Sehr gut. Da ist das Schiffchen. Wunderbar.
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich könnte, glaube, und seid mir nicht böse, aber wie gesagt, das Spiel gibt es schon länger. Ich habe es länger in meiner Bibliothek. Es haben sich ein bisschen die Sachen geändert, auf jeden Fall. Aber ich weiß zum Beispiel, dass wir dieses Wasserstoff definitiv noch brauchen werden. Deswegen nehme ich das schon mal mit. An der Stelle. Und jetzt geht's zum Schiff. Wundervoll. Und hier ist... Ah, guck mal, Leute. Hier sind noch Sauerstoffpflanzen ohne Ende. Das heißt, die nehmen wir nochmal mit. Sehr schön. Und repariere den Impulsantrieb. Dafür steigen wir jetzt erstmal ein. Das ist sicher rare dort. So, Impulsantrieb kritisch beschädigt. Wir gehen hier mal rein. Und ja, da ist das hermetische Siegel, Freunde. Ich glaube. Sehr cool. Sehr cool. Verlasse das Schiff und sammle die tragbare Raffinerie ein. Nimm die tragbare Raffinerie auf. Alles klar. Wir gehen mal raus. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Und die tragbare Raffinerie. Wo soll die denn sein? Bitte? Frachtabwurf. Okay. Was ist das hier? Nein, das kann doch nicht sein, oder? Soll das das sein? Nein, das sind nur Naniten. Alles klar. Oh, Atlas-Pass. Da brauchen wir wohl eben so einen Pass für. So, nochmal die Wasserstoff. Ich sammle das hier jetzt nochmal eben schnell auf. Und dann muss ich mir echt nochmal kurz Gedanken machen. Wo soll ich denn diese... Wir gehen einfach mal ins Protokoll, würde ich sagen. Ne? Das hat man uns ja gesagt. Erwache den Planeten verlassen. Okay. Haben wir keine andere Mission? Hm. Alte Systemfunktion. Nimm die tragbare Raffinerie auf. Aber wir haben doch... Hm. Aha, okay. Das muss man natürlich auch wissen. Also mit Y... Das sind natürlich alle Standard-Tasten. Mit Y kann man hier eine tragbare Raffinerie herstellen. Dafür braucht man natürlich eine Metallplatte. Wir werden nochmal schnell eine Metallplatte bauen, Leute. Ich glaube, die Ressourcen haben wir dafür. Ja, haben wir. Und dann werde ich hier auf Y einfach mal eine tragbare Raffinerie hinbauen. Okay. Und eigentlich, ich weiß nicht, sollte hier eine rumstehen eigentlich? Das ist jetzt auch egal. Wichtig zu wissen, Leute, und damit schließen wir die Folge gleich ab. Wenn man die tragbare Raffinerie reingeht, kann man das Ding natürlich vollladen mit entsprechend Kohlenstoff. Das ist scheint, Kohlenstoff ist hier der Antrieb für den Mining Laser und auch hier für die tragbare Raffinerie. Und man kann, wenn man hier reingeht, quasi die Grundressourcen, so Natrium, Ritstaub, Kohlenstoff, die Wasserstoff und so weiter, kann man da reinpacken und man kann dann entsprechend, ich zeigt es, wenn wir jetzt auf Natrium zum Beispiel gehen, packen das hier rein, dann können wir daraus Natriumnitrat machen. Und wir können auch Folgendes machen. Wir können theoretisch aus Kohlenstoff, wäre das das Gleiche, ja, verdichteter Kohlenstoff. Man kann aber dann auch noch, glaube ich, hier haben wir schon mal verdichteten Kohlenstoff, wenn man verdichteten Kohlenstoff da reinpackt, nein, geht doch nicht. Man kann dann kein noch erhöhtere Ressource herstellen. Okay, ich dachte, man könnte das noch weiter ausbauen, aber vielleicht braucht man da andere Technologien für. So, liebe Freunde, an der Folge ist die Stelle zu Ende. Leute, was ist heute los? An dieser Stelle ist die Folge zu Ende. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir ein Däumchen da, gerne auch ein Abo. Schreibt es mir in die Kommentare. Und ja, in der nächsten Folge werden wir dann einfach mal diese Raffinerie aufnehmen, uns ins Raumschiff begeben und mal starten und vielleicht sogar, ja, und den guten Avalon schon mal besuchen. Das werde ich in der nächsten Folge entscheiden. Und vielleicht gucken wir auch einfach mal erstmal, wie wir rumfliegen, was wir noch so machen können. Es gibt bestimmt noch ein paar Tutorial-Missionen. Okay. Bleibt noch irgendwas zu sagen? Ich habe jetzt kurz innegehalten, nochmal kurz überlegt. Ja, eine Sache gibt es noch zu sagen. Und damit ihr es wisst,
Das Spiel ist jetzt quasi im Multiplayer. Ja, also ich bin hier zu dem Kollegen gejoint und ich könnte jetzt hier einfach meine Basis aufbauen und alles wunderbar. Und könnte dann quasi irgendwann mit einem Teleporter zu ihm connecten, quasi, so dass wir halt Missionen zusammen machen können oder generell was zusammen machen können. Aber wir haben das abgesprochen, ich werde zu ihm hinfliegen und dann werde ich ihn kennenlernen. Und dort werde ich quasi neben seiner Basis meine Basis aufbauen. Denn eine Sache ist zu bedenken, man kann zwar im Koop spielen, aber man kann leider keine Koop-Basis bauen. Also ich könnte zwar an seiner Basis bauen, das ist richtig. Würde ich aber alleine spielen, an seiner Basis bauen, geht das erstens nicht. Und zweitens würde ich auch Veränderungen nicht mitbekommen. Also wenn er an seiner Basis bereits schon Veränderungen vorgenommen hat, ist das in meinem Spielstand oder meinem Speicherstand halt nicht integriert. Das synchronisiert sich erst, wenn wir zusammenspielen. Und ja, aber alles Weitere dann. Ich habe zwar schon abmoderiert, jetzt habe ich trotzdem noch weitergeladen. Es bleibt dabei. Ich hoffe, euch gefällt das Let's Play. Und alles Weitere einfach in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.